fürs Abschmieren. Jetzt sollte ich aber wieder live sein. Denke ich mal. Nein. 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 Doch, wir gucken Leute zu. So, ist jetzt besser mit der Video? Wieder oder schmiert es schon wieder ab? Servus. Kann ich was zeigen, aber dafür muss ich komplett weit runter. Weil neben mir ist direkt die Straße. Na, wer hat sich denn hier drauf verewigt? Wer sieht sich da gerade? Second Life Zone allerdings. Last Adventure Hunt. Last Adventure Hunting. Wenn ich jetzt ein Stück Kreide finden würde, würde ich mich ja auch da drauf setzen. Aber scheinbar war es allen Leuten sehr wichtig, Kreide mitzunehmen. So, aufpassen. German Lessons. Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 15 bis 17 Uhr. Ja. Ganz kurz. Da, durch dieses Loch, bin ich gekrabbelt. Ich hätte einfach auch so umgehen können. Aber egal. Ich stöhne ja eh schon wie so ein Herzkranker. Willst du trinken? Nein, alles gut. Noch nicht. Vielleicht finde ich hier noch ein Stück Kreide. Tja, wir durften früher in der Schule nicht rauchen. Ich muss aufpassen, ich darf nicht zu weit in die Räume gehen. Direkt dahinter ist die Straße. Da liegen auf jeden Fall noch Schulbücher und alles rum. Ich habe den Aufgang für die Kapelle gefunden. Ja, wir haben den Balkon der Kapelle gefunden. Ui, aufpassen mit Kabel. Ich schicke euch mal vor, wenn wir die Tür aufkommen. Ich weiß es nicht, wir sind ja noch nicht durch. Wir haben bis jetzt nur einen Flügel. So. Da-da. Der ist auf jeden Fall massiv genug. Kann jemand Orgel spielen? Ich zerstöre von dir. Okay. Und die Orgel fehlen. Ja, die Orgelpfeifen fehlen uns. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Ich glaube, ich hätte mich komplett verspielt, aber Gott sei Dank funktioniert es ja nicht mehr. Hauptsache eine Tischdecke drin, oder? So eine Anti-Rutschmatte quasi. Also wir sind jetzt ziemlich weit oben. Ich weiß nicht genau, in welchem Stock.
mir das Video wieder. Sagt mir bitte früh genug Bescheid. Ja, wir sind noch im ersten Flügel. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Das wird keiner sehen. Hier zieht es etwas. Gut, dann gucken wir gleich mal im anderen. Pass auf da. Es riecht auf jeden Fall so. Alles klar, danke dafür. Ich habe mir gerade mal die Kapuze vor das Gesicht gehalten. Der Geruch hier ist echt, ja, man kann ihn schmecken, sagen wir mal so. Ich hoffe, ihr versteht mich besser. Oder besser immer noch gut. Danke dafür, dass das Video gut läuft, für die Info. Scheint mittlerweile schon im zweiten Flügel zu sein. Ich würde gerne den Partykeller finden. Gut, wenn man in der Höhe ist, ist das schwer, einen Partykeller zu finden, ne? Also ich höre nicht von hier. Grüezi. Klar. Braucht noch jemand eine Adilette? Das ist wieder sinnlose Zerstörung, ne? Guck mal hier. Alleine. Wer kommt auf so eine Idee? Mal ehrlich. Das ist doch wieder. Macht da doch. Hat der Arsch wahrscheinlich so gebrannt, dass der Feuerlöscher sich in die Toilette geschossen hat. Ja, mal ehrlich, muss man sinnfrei machen? Nein, muss man nicht. Mann. Sehe ich genauso wie du. Ja, wieder durch den ganzen Baumocker hier. Ist ja nicht schlimm, ist ja mein Auto, was nachher dreckig wird. Ich weiß. Auf jeden Fall habe ich jetzt unter den Füßen wie Schlittschuh. Da steht noch ein Teller. Wir haben zumindest schon mal gelbe Rahmen gefunden. Und? Keine Reaktion. Hier ein Patientenzimmer. Was auf Klo oder was?
oben ist wahrscheinlich der Dachboden. Aber will man da hoch? Man weiß es nicht. Wenn wir mal da vorbeikommen, werden wir auf jeden Fall mal nachschauen. Alpha Apotheke. Steht hier ein Post-it an der Wand. Schwesternzimmer. Auch leider alle schon sehr zerstört. Treppenhaus. Verdammt. Ich denke mal hier. Ja, da müssen wir gleich mal runter. Weil, wie gesagt, wir haben einen kleinen OP-Raum gefunden. Aber keinen großen. Und auch keine rote Tür. Vorsicht, heiße Flüssigkeit. Pass auf, wie war das Treppenhaus? Wir sind noch nicht einmal durchs Haupttreppenhaus. Sollen wir da durchgehen? Oder sind wir hinten? Wir haben drei ganz Treppenhäuser. Die beiden Holztreppenhäuser und das. Und das Haupttreppenhaus. Ja, dann lass uns zurück. Steht oben hier in Rot, okay. Oder? Ja. Aber aufpassen, so. Deswegen zieht es hier so. Wir müssen jetzt nur aufpassen, weil alles direkt vorne rausgeht, die Fenster. Ich weiß ja nicht, wer die ganze Tapete irgendwann abkürzen will. Ui! Da wurden wir mal kurz schwindelig auf der Treppe. Sind wir ziemlich weit oben. So wie es aussieht, ganz oben. Falls jemand auf die Idee kommen wollen würde, dass wir auf den Dachboden gehen, eher weniger. Auch alles nur leere Räume. Aber ein schöner Ausblick. Ein sehr schöner Ausblick. Erstmal über eine Stunde hier. Oh, das sieht auch sehr schick aus. Ah, nee. Ich dachte gerade, ich könnte von hier aus bis in meine Heimatstadt schauen. Sieht zumindest so aus. Ich weiß nicht, ob man das. Nee, sieht man nicht. Ich gehe mal langsam ans Fenster. Ganz hinten ist ein kleiner. Der kleine dünne Turm auf, also ziemlich mittig jetzt auf dem Bild. Der steht in meiner Heimatstadt auch. Aber das ist nicht meine Heimatstadt. Sorry für irgendwelche Vibrationen, aber ich zeige euch jetzt mal, was mir persönlich sehr cool gefällt.
gefällt und das sehr gut gefällt. Die Türme kennt ihr aber, oder? Also auf dem Bild, nicht wo die sind. Wo rennst du gerade rum? Wenn wir hinten durchs Treppenhaus runter. Ich höre dich. Ja, sollen wir hinten durchs Treppenhaus runter? Durch das, wo du gerade hochgehen wolltest? Wir sind vom Treppenaufgang links lang gegangen, komplett durch. Und sind jetzt quasi am Ende hinter Dachboden quasi. Komm mal vorbei. Ja, ich habe hier hinten so ein paar einbruchsgefährdete Decken gesehen. Auf dem Dachboden muss ich jetzt nicht unbedingt drauf. Ja, kein Dachboden, eher so Holzoptik, der mit so einem alten Kaminschacht und so. Ja, wir kommen rüber. Hast du noch einen Grund, warum du die ganze Zeit drückst? Nein, ich habe aber hier irgendwie mein Walkie-Talkie, macht gerade irgendwelche Radioempfangsdaten, deswegen. Alles klar. So gern ich mich auch da drauf stellen würde. Aber ich vertraue dem Dach nicht. Und bevor ich gleich 5 Etagen tiefer liege und ihr das alle live sehen könnt, lasse ich es lieber. Ich meine, das Risiko besteht auch bei dem Boden, aber... Ach, alles gut. Ich gucke mir die später an. Immer gespannt, was du gesehen hast oder was andere Leute gesehen haben. Ich weiß ja nicht, wer von euch raucht, aber die scheint schon was älter zu sein. Sogar Neubau, laut der Beschilderung hier. Holla. Achso, ja. Alter, das sieht schon... Wie gesagt, das kann gut sein, dass es das Krankenhaus ist, wo wir auch drin waren. Nee, wir sind nicht vorne rein, wo die blaue Tür ist. Wir haben einen anderen Eingang gefunden. Und in einen Teil kommen wir gar nicht rein, weil der, also zumindest nicht von unten, weil der verbarrikadiert ist. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir da einen anderen Weg finden. Da steht ja auch schon was schief.
Da wollte nur jemand durchlüften, bevor er geht, wa? Ich glaube, ne, eigentlich. Ja, wir sind hinten oben rein. Jetzt sind wir im Südflügel. Dankeschön. Dann habe ich teilweise Empfangsprobleme. Ist jetzt noch ein Treppenhaus? Man weiß es nicht. Das kann gut sein. Aber ich bin ja noch. Nein, ich auch nicht. Ich glaube, es ist sehr schwer. Guck mal hier. Ja. Das ist sehr weit deutlich. Das ist der Dachboden. Man merkt direkt, was eine Hitze unter dem Dach steht. Das ist direkt nur diese eine Tür. Ich frage mich gerade. Ja, alles gut. Das war noch irgendwas unter meinem Schuh. Ich hätte gedacht. Nee, ich fall da nicht runter. Keine Sorge. Dafür habe ich genug Abstand zum Geländer gehalten. Dafür habe ich aber viel zu viel Schiss davor, da abzuschmieren. Nochmal schick gemacht? Kurz im Schwingen gucken. Laserstrahlung. Strahlung von Auge oder Haut durch direkte oder streuende Strahlung vermeiden. Laserklasse 4. Hier scheint irgendwas wie eine kleine Klinik drin gewesen zu sein, oder? Ja, gut. Weil das sieht mir hier sehr privat aus. Kann mir einer sagen, warum Toilettentüren immer so schmal sind bei Ärzten?
Wenn ihr euch trennt, sagt bitte beiden nicht so Bescheid, dann gebe ich euch die Funkgerät mit. Komm. Das lässt sich nicht so anstellen, ich habe auch Höhenangst. Alter. Also raus werde ich nicht gehen, aber... ein Schlafsack. So vergammelt aus. Was hast du denn hier lange gibt? Wenn ihr das warm, ja, hier oben auf jeden Fall. Ich mache euch einmal die Tür auf, ich werde aber trotzdem nicht, wo es geht. Mit dem Anlass ist echt scheiße, das tut mir echt leid für euch, aber blöde Frage. Nicht böse gemeint oder sowas, aber habt ihr nur das eine Auto? Weil Anlasse bis morgen reparieren ist schwierig. Ich kenne mich damit so ein bisschen aus. Nee, lass uns mal nochmal Richtung Haupteingang. Und dann gucken, dass wir da noch weiter runtergehen können, irgendwo. Oder durchs Haupttreppenhaus weiter runtergehen können. Weil... okay, das ist dann natürlich blöd, wenn ihr nur das eine Auto habt. Dann hoffe ich, dass es morgen klappen wird. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne eine Pommes-Gyros aus Mayo. Ja, das ist falsch. Echt? Ja, wir verkaufen hier nur Gyros-Teller. Ja, die Gyros. Haupttreppenhof? Ich will den Partykeller noch finden. Das auch mit dem Kabel, ja. Ja. Ist das nicht das Haupttreppenhaus? Nein. Ja, das ist ein anderes. Das ist ein Nebeneingang. Fenster putzen wir auch mal angesagt. Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es morgen klappt. Thank you.
Das auch. Hier waren wir noch nicht. Ja? Hier waren wir aber noch nicht. Nee, nee, deswegen, ja. Kannst du Kabel liegen, soll er schon wieder machen. Du hast recht. Weiße Wände. Braune Verzierung. Ich gehe mal davon aus. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt vielleicht Glück haben könnten. Mit dem Blutfleck. Ich sehe noch weiter rum. Wir können auch Blutflecken wenden. Ja. Trocknet. Gelblicher Boden ist auch vorhanden, aber hier schon wieder Abgang. Leute, vom Geruch her riecht das hier noch. Also genau in diesem Raum, im anderen Raum riecht es, oder in anderen Bereichen des Krankenhauses riecht es krass nach Baustelle. Aber hier oben ist noch so ein krasser Krankenhausgeruch drin, dieser typische Krankenhausgeruch. Das ist irgendwie, ja. Ja, dann haben wir den Blutfleck gefunden. So, Leute. Ja, weiter runter. Ja, jetzt nochmal gucken, ob wir in den Keller kommen. In den anderen Teil des Kellers, der abgesperrt war. Da wäre der Haupteingang gewesen früher. Scheinbar Ost. Ich drehe mal davon aus, dass es ein O vorne ist. Ich glaube, das nächste Mal gönne ich mir hier einen Lageplan mitzunehmen. Weiß ich auch, wie das gerade heißt, was ich gesucht habe, das Wort Pathologie. Ja, hier waren wir schon. Verdammt. Ich habe eben Neues gekauft. Ja, aber war der Katzenschrei eben schon da? Ja. Hier wird hier raus. Erst wirklich ein Check. Und dann kommen wir ja, weil ich nur in den Keller komme. Ja, ich werde mir auf jeden Fall gleich die Screenshots angucken. Erstmal will ich jetzt noch den Partyraum finden. Und zweitens geht mein Akku gerade zu Neige. Ich muss gleich mein Auto wieder laden. Damit ich euch nachher auch noch weiter mit Bildern und sowas versorgen kann. Ja, ich bin im Keller, deswegen fängt es an zu hängen. Kann sein, dass jetzt abschmiert. Danke fürs Zugucken. Und danke fürs Zusehen. Wir melden uns später nochmal. Wenn ich die Pathologie finde oder den Partykeller, werde ich auf jeden Fall ein Bild machen. Wir sehen uns später.